Willkommen zur Wirtschaft hier bei Tagesschau 24. Die Kurzarbeit hat in der Corona-Pandemie hierzulande ja viele Betriebe über Wasser gehalten und viele Beschäftigte vor Arbeitslosigkeit bewahrt. Eigentlich wären die Sonderregeln dazu jetzt Ende März ausgelaufen. Nun aber hat das Kabinett eine Verlängerung bis Ende Juni beschlossen. Neu ist außerdem, dass die Bezugsdauer befristet auf bis zu 28 Monate verlängert wird. Im Januar waren Schätzungen zufolge 900.000 Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Betroffen ist vor allem das Gastgewerbe. Cum-Ex-Geschäfte stehen für einen der größten Steuerskandale in der deutschen Finanzwelt. Heute hat das Bonner Landgericht ein drittes Urteil dazu verkündet. Ein Ex-Manager der Hamburger Privatbank MM Warburg wurde wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren verurteilt. Die illegalen Geschäfte, an denen der heute 63-Jährige laut Schuldspruch beteiligt war, haben allein einen Steuerschaden von etwa 150 Millionen Euro verursacht. Urteilsverkündung vor dem Bonner Landgericht. Der ehemalige Manager der Hamburger Warburg Bank wird zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er habe, so das Gericht, wesentlich an den Cum-Ex-Geschäften seiner Bank mitgewirkt. Er ist, in den Worten des Vorsitzenden, ein Rad im Getriebe gewesen, dessen Herausnahme zum Stillstand der Geschäfte geführt hätte. Bei den Cum-Ex-Geschäften haben Banken und andere Investoren Aktien so lange hin und her gehandelt, bis die Finanzämter nicht mehr wussten, wem sie gehörten. Daran Beteiligte bekamen so Kapitalertragssteuern erstattet, die sie nie gezahlt hatten. Ein Milliardenschaden für den Staat. Allein im Fall der Geschäfte, an denen der Angeklagte beteiligt war, lag der Schaden laut Gericht bei mehr als 100 Millionen Euro. Der Bankmanager hat sich dabei nicht selbst bereichert. Als Geschäftsführer einer Tochter der Hamburger Warburg Bank hatte aber Fonds aufgelegt, die für Cum-Ex genutzt wurden. Die Warburg Bank hat mit ihren Fonds reichen Investoren ermöglicht, in Cum-Ex zu investieren. Das heißt, es geht in diesem Fall jetzt weniger darum, dass die Bank selber diese Geschäfte gemacht hat, sondern sie hat Kunden die Investition in diese Geschäfte ermöglicht. Der Angeklagte ist der erste Warburg-Manager, der seine Beteiligung an den illegalen Geschäften gestanden hat. Das hat sich strafmildernd ausgewirkt. Die Freiheitsstrafe beträgt 3,5 Jahre. Die juristische Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals steht weiterhin noch am Anfang. Insgesamt gibt es mehr als 1000 Beschuldigte. Höhere Kosten, mehr Bürokratie, viele Verspätungen. Diese ziemlich negative Bilanz hat ein Ausschuss des britischen Parlaments jetzt nach dem EU-Austritt gezogen. Der Brexit hat auch den deutsch-britischen Außenhandel ziemlich ausgebremst. Und damit zu Klaus-Rainer Jakisch an der Frankfurter Börse. Welche Seite leidet denn am stärksten unter den Exporteinbrüchen? Ja, es ist vor allem die britische Seite, die besonders stark leidet. Und das kann man eben auch aus diesem Report, aus diesem Bericht des britischen Unterhauses sehr deutlich sehen. Es ist einfach so, dass die Wirtschaft, insbesondere bei kleineren und mittleren Betrieben, sehr stark leidet, weil es eben häufig sich nicht mehr lohnt, den Handel noch zu betreiben mit anderen Ländern der Europäischen Union. Umgekehrt, also von uns aus nach Großbritannien, sieht man ebenfalls Einbrüche. Überall gehen die Handelszahlen zurück, insbesondere auch im deutsch-britischen Verhältnis. Diese Handelsbeziehungen sind ja traditionell immer sehr wichtig gewesen, aber das sieht man schon seit einiger Zeit und insbesondere eben seit der Brexit richtig in Kraft ist, dass eben hier es doch sehr große Rückgänge gibt und das ist natürlich insbesondere bedauerlich, weil eben diese Beziehungen immer besonders deutlich waren. Sie haben gerade diesen Ausschussbericht schon mal zitiert. Wir wollen uns das noch mal genauer anschauen. Konkret hat also dieser Ausschuss im Parlament eben tatsächlich festgestellt, dass es insgesamt zu höheren Kosten gekommen ist, dass es sehr viel Papierkram gibt, so wörtlich, und dass es eben Verzögerungen an den Grenzen gibt. Und das ist natürlich alles eine Folge der Tatsache, dass eben die Beziehungen mit der Europäischen Union hier eben nun unterbrochen worden sind. Das ist alles noch umso dramatischer vor dem Hintergrund, dass nämlich aus deutscher Sicht insgesamt derzeit die Wirtschaft wieder recht gut läuft und insbesondere die Exportindustrie sehr gut läuft. Und auch dort sieht man, dass insbesondere die Außenhandelsbilanz derzeit auf einem neuen Rekordniveau sich befindet. Das ergeben jedenfalls die neuesten Daten, die heute vom Statistischen Bundesamt kamen. Und danach ist es so, dass die Exporte im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr, also zum Jahr 2020, um 14% gestiegen sind. Und im Vergleich zu 2019, also zu Vor-Corona-Zeiten, sogar um 3,6%. Das heißt, die Exporte sind auf einem höheren Niveau als vor der Krise. Und bei den Importen ist das so ähnlich. Auch hier ein kräftiger Anstieg von 17% und auch im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten.
Monaten eben ein deutlicher Anstieg von knapp 9%. Das deutet alles darauf hin, dass die Wirtschaft insgesamt besser läuft als bislang gedacht. Und es deutet darauf hin, dass die Konjunktur auch in diesem Jahr einen deutlichen Schwung bekommen könnte. Und das ist auch der Grund, warum der deutsche Aktienindex sehr deutlich in der Pluszone ist. Entschuldigung, das Börsenbarometer bei 15.482 Punkten, 239 mehr als gestern, also ein deutlicher Aufschlag und viele Vorschusslorbeeren. Vielen Dank, heil zu Ende gebracht. Danke nach Frankfurt, Klaus Rainer Jakisch.